Hi, für Five Nights at Freddy's Security Breach ist gerade eben ein DLC rausgekommen namens Rune und das schauen wir uns heute zusammen an. Ich bin sehr gespannt, denn in Rune müssen wir Gregory finden und steuern das erste Mal Cassie. Finde Gregory, das ist unsere Aufgabe. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Das DLC ist komplett kostenlos. Wenn man das Spiel besitzt, kann man sich das DLC einfach runterladen. Der DLC, das DLC, der, die, das Nutella, wie immer. Und wir starten anscheinend wieder im Pizzaplex. Aber, wie der Name Rune schon vermuten lässt, ist alles wie eine Ruine. Und jetzt dürfen wir hier rumlaufen. Oh, stark. Okay. Wir sind auf jeden Fall wieder an unserem altbekannten Ort. Ich bin sehr gespannt, ob die weiterhin dann jetzt hier auch, weil DLC ist ja immer so ein bisschen abgekapselt und kleiner. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? Don't go in, stand da gerade. Maybe if I get up there, I can see better. Du denkst, da oben solltest du hingehen. Du denkst, das ist eine gute Idee. Du denkst, das ist eine gute Idee. Okay, klar, sicherlich. Ich frage mich, ob das hier auch wieder so einen Open-World-Aspekt haben wird oder ob das doch recht linear ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie für das DLC den Weg gehen, alles ein bisschen linearer zu machen und nicht mit so viel Open World. Gegenstand erforderlich. Natürlich, die Taschenlampe, keine Frage. Hier haben wir schon mal, nee, das sind Spraydosen. Aber das hier hinten sieht aus, als hätten wir eine Taschenlampe. Ach, guck mal, gegeben von so einem Roboter, das ist ja schön. Mhm. Bist sogar noch am Zucken. Nett. Hey. Taschenlampe. Okay. Gut. Können die ein- und ausschalten. Tipptopp. Und hier gehst du nur rein mit einer Taschenlampe. Können wir hier überhaupt rein? Ja. Sehr gut. Funky. Oh, ich hoffe, wir sehen Music Man nochmal. Oder, natürlich ist es ja klar, William Afton. Denn William Afton never dies. Hm. Guten Morgen. So ist einer bei Breaking Bad gestorben. Spoiler, sorry. Die Szene war immer noch sehr wild. Mit dem Bankautomaten. Hi. Hi, ja. Gottes Willen. Ich wusste sogar, dass es passiert. Es war klar, dass es passieren wird. Oh Gott, was ein stupid Jumpscare. Okay. Ich möchte an meiner Theorie festhalten, dass das Game auf jeden Fall linearer wird. Dass wir hier so eine straight up I spent the night here and what? And du hast eine hässliche Handschrift. Vielleicht solltest du Arzt werden. End? Ich weiß nicht, was da steht. End. Gregory! Oh mein Gott! Das DLC geht ganze 3 Minuten. Wir finden Gregory direkt. Oh. Das klingt aber wie eine Abspielung und nicht wie ein echter Typ. Where are you? Something grabbed me. You won't let me go. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Erdloch unter dem Raceway. Roxy Racers? That's all the way on the other side. Mhm. I'm not even close. Juhu. Das heißt, wir dürfen einmal jetzt durch den kompletten Komplex hier durch. Traumhaft. Ja, Gottes Namen. Freunde, deswegen sollte man immer die Treppe nehmen. Ist sowieso gut, Sport und so, gut fürs Herz. Und man stirbt nicht, weil das Ding plötzlich runterkommt. Gott. Hilfe. Okay. Ob man sich dann hier auch gleich verstecken muss vor den ganzen Wesen? Niedrige Befugnis. Achten Sie auf Ihren Kopf. Ich muss erstmal wieder herausfinden, wie ich mich ducke. Ah ja. So. Niedrige Befugnis. Achten Sie auf Ihren Kopf. So. Wir haben eine kleinere Befugnis, weil wir uns ducken müssen. Ich muss zugeben, Security Breach habe ich damals im 12-Stunden-Stream.
Ich habe nichts gesagt. Tut mir leid. Dude, bestes Spiel. Ich liebe es. Wirklich. Game of the Year. Sorry. Yeah. I'm okay. Security Breach haben wir damals in einem 12-Stunden-Stream gespielt und haben das in 1 durchgespielt. Ich habe einige Bugs gefunden damals, weil wir das sehr früh am Release gespielt haben. Und ich fand die Idee an sich cool von Security Breach mit diesem Open-World-Aspekt und alles weitere, auch die ich nenne es jetzt mal Bosskämpfe in Anführungszeichen. Aber irgendwie hat es mich trotzdem jetzt nicht komplett umgehauen und wahrscheinlich durch die Bugs. Chica? What happened? Alter! You look awful. Das sieht terrifying aus. Also wenn alle so aussehen werden, dann... Vielleicht treffen wir die überhaupt gar nicht hier, weil die auch alle komplett runtergekommen sind. Oder wir treffen noch welche, die hier rumlaufen und dann komplett malfunction. Und uns irgendwie... noch mehr töten wollen. Also... wie süß! Also wie so schon. Moment. Wer läuft da hinten rum? Man weiß es nicht. Was haben wir hier? Einsammeln. Sieht aus wie so ein Elektro-Zapper. A fast wrench. Genau das. Just like my dad's. Wie ich sagte. Was ein fancy Gerät. Ein Fast-Kreuzschlüssel. Kann man den hier etwa verwenden? Wahrscheinlich, oder? Lade alle Leitungen auf die korrekte Menge auf. Zeige mit dem Fast-Kreuzschlüssel auf die Leitung, um sie aufzuladen. Und dann muss man die quasi so halten. Oh, interesting. Oh, das kann je nachdem, wenn man gerade verfolgt wird, richtig kritisch werden. Wenn man dann so ein bisschen abwägen muss, wann man wie weit ein Aufladen... Oh, das kann auch richtig gemein werden. Oh boy. Ich bin excited. An sich finde ich die Welt von Security Breach eigentlich ganz schick, wie die aufgebaut worden ist. Und das jetzt zu sehen, gerade in einem Ending, wenn man sehr tief in diese, in den Pizzaplex reingeht, ist das ja auch alles schon... sehr, sehr gruselig mit den verbrannten Animatronics, beziehungsweise mit diesen Robotern. Ich bin nicht so tief in der Lore. MatPat würde mich gerade links und rechts ohrfeigen. Und das wirkt jetzt so, als wäre das ganze DLC so. Weil es halt komplette Ruinen hier sind. Und das ist... oh, das ist schon spannend. Macht's halt einfach noch gruseliger alles. I like. Moin. Soll da jetzt ein Alien runterkommen? Ich hoffe nicht. Eieiei. Ladies and gentlemen, thank you for visiting and we hope you enjoyed the show. Joe. Und jetzt kommt Skrillex. Auch ein Fußball. Hacker an Kopf. Uiei. Das Wasser sieht irgendwie, also schon eklig aus, aber irgendwie hat das auch so eine, wie so eine Ozeanfarbe. Können wir da drunter her? Glaube nicht. Außer ich kann mich jetzt immens doll ducken. Ich weiß nur noch nicht, wie das gehen sollte. Oder? Nee. Da geht's nicht lang. Dann wahrscheinlich hier rein, oder? Gottes Willen! Holy! Oh Gott! Cassie ist tot. Boah! Five Nights at Freddy's Security Breach. Ruin. Damn! Das waren die ersten 10 Minuten? Also die 2 Jumpscares, die sie eingebaut haben, mit denen die hitten ja mal komplett böse. Boah, waren die gut! Alter. Ow, my head. Where'd that freaky Monty thing go? I better find a way out before it comes back. Safe. Ich find's schön, wie hier auch die ganzen Plüschtiere noch rumliegen. Ja, lieber weg hier. Husch.
In Fort. Upsala. Kann es sein, dass jetzt hier vielleicht gleich die erste Passage kommt, wo man so ein bisschen stealth-mäßiger unterwegs sein sollte? Weil man hier gejagt wird. I, free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Bruder! Ich nehme eine Maske, klar. Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Das ist keine Bonnie Maske, ne? The wires and stuff. Sicherheitsmaske. Infos anzeigen. Eine seltsame Maske, die ein Fast-Techniker liegen gelassen hat. Ah, liegen gelassen. Sicherheitsmaske anziehen. What? Willkommen zu Vanny, oder V-A-N-N-I-E, der virtuellen augmentierten neuralen Netzwerk-Integrationseinheit. Virtuelle augmentierte neuralen Netzwerk-Integrationseinheit. Dann steht Vanny dafür. In case you didn't know. Neuer Benutzer erkannt. Occipital-Transponder wird gekoppelt. Das wird überhaupt nicht wehtun. Das wird wehtun, oder? Ist es schon soweit? Ist es schon passiert? Alter. Jo, was ist das, ein Minecraft-Cube? Glam Monty Plush. AR. Da kann man kaum hinsehen. Ja, weil der so toll aussieht, oder? Hallo, echte Welt. Du hast Glück. Über das Transponder-Implantat kann ich drahtlos mit dir kommunizieren, selbst wenn du die Maske abnimmst. Als Techniker der Klasse V hat man eben seine Vorteile bei der Fastherstellung. Natürlich musst du deine Maske wieder aufsetzen, wenn echte Arbeit auf dich wartet. Okay, und dadurch können wir dann halt eben durch manche Räume oder Sachen durchgehen, durch die wir sonst nicht durch könnten. Oder auch vielleicht dann Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen würden. Aktion im AR-Modus unzulässig. Lade alle Leitungen auf. Jawohl. Ah, so funktioniert das nicht. Wir laden erstmal eine, würde ich sagen, volle Pulle auf, damit die dann so ein bisschen nachziehen kann. Vielleicht reicht das sogar. Hey. Da muss man an manchen Punkten bestimmt gut abwägen. Oh, jetzt will ich jeden einzelnen Raum immer mit Maske und ohne Maske sehen, weil ich es so spannend finde. Aber auch crazy, dass wir einfach eine Vanny-Maske bekommen. Creepy. Oh, jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Warum klingt das so, als ob wir gerade verfolgt werden? Das auf der Toilette. Oi, oi. Oh, was sehen wir da? Ach, der wäre auch sonst blockiert. Aber wo geht's hier rein? Ach, guck mal. Ein Zusatzweg. Bonnie Pinata. Schön. Eine Bonnie Pinata. Setzen wir die erstmal wieder ab. Gehen hier erstmal normal durch. Ohne Maske. Fizzy Fass. Ohne Witz. I swear to God, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie groß das Merchandise ist von Five Nights at Freddy's, aber würden die sowas aufstellen, an so populären Orten, das Ding würde so hart weggehen, ne? Ich finde, das klingt ja auch einfach, als wäre es richtig erfrischend. Fizzy Fass. Junge, das hat so ein Sprech wie so Fanta oder Sprite. Fizzy Fass. What's that supposed to be? Das ist eine ferngesteuerte Fastback-Techniker-Kamerastation. Du hast Glück, sie ist schon aufgestellt und hat eine funktionierende Stromversorgung. Was genau meinen wir? Was sehen wir gerade? Das hier? Dieses kleine Kästchen stehen für die aktive Sicherheitskameras in diesem Bereich. Wähle eine Kamera aus, um zu sehen, was sie sieht. No. Why, though? Bitte drücke den blinkenden Sprechanlageknopf. Are you there? Hey, that's my voice. Netter Trick, was? Habe ich aus Aufnahmen deiner Stimme gemacht. Erfahrene Angestellte verwenden solche Sprechanlagenaufnahmen, um Animatronics an bestimmte Orte zu lotsen. Für Autogramme, Fotos und so weiter. Ich glaube, wir wollen keine Fotos mit denen machen. So.
Alter, ich schwöre bei Gott, wenn wir hier den ersten Jumpscare um die Ohren gezimmert kriegen, ne? Es könnte passieren, dass ich anfange zu heulen. Yo, hier ist einfach ein Arcade-Automat. Hey, den kann man sogar wirklich spielen. Was? Wie schieße ich? Das ist das beste DLC aller Zeiten. Und das meine ich vollkommen ernst. Jedes Spiel, das einen Golfmodus besitzt, hat in meinen Augen automatisch gewonnen. Ich sage es euch. Oh, das war... Oh, oh! Mit Bande. Ein Boogie, wie man mich kennt. Monty's Gator Golf. Und das kann man jetzt komplett zocken? Alter, das ist ja mal so geil. Ja, die Idee war da. Ja, aber da kommt man trotzdem hin. Da kommt man doch trotzdem hin. Ihr wollt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zusehen, wie ich das ganze Spiel hier durchgolfe, oder? Wahrscheinlich wollt ihr eher sehen, wie es weitergeht und ob ich erschreckt werde von irgendeinem gruseligen Animatronic. Was nachvollziehbar ist. Und ich bin auch wirklich nicht gut im Golfen. Gut, man kann Monty's Gator Golf spielen. Das ist sehr cool. Ich liebe Golfspiele und eigentlich bin ich besser. Vor allem, das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich war noch nie so schlecht. Das tut mir leid. Okay. Müssen wir jetzt gerade schon Angst haben, dass hier gleich ein Kollege vorbeigesaust kommt? War da nicht einer, der da die ganze Zeit rumgerannt ist? Boah, der rennt gleich in uns rein, ich schwör's doch. Wie bitte? Will wer reden? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, ob ich gerade hier schon irgendwo einen noch weglotsen müsste. Das Geräusch klang so, als ob da einer steht. Ich sah vielleicht von außen aus, als wäre ich entspannt, aber... Kennt ihr das, wenn so kurz so in eurem Herzen sowas kurz so einen Sprung macht? Ja, ich suche ja. Gregory. Kannst du bitte das Gerät wegpacken? Hallo? Hallo? Entschuldigung? Ich... Hier ist eine Animatronic, die dich essen will, aber... Security? Red einfach. What are you talking about? Easy. None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Okay. Sicherheitsknoten. Security notes? What the heck are those? What are those? Okay, wir können schon mal nach oben gehen. 4 Knoten müssen wir finden. Ist das dann so ein bisschen so diese... Sind das die 4 Dinge, die wir in dem Spiel hier finden müssen? Und wenn wir das gemacht haben, dann, Unterknoten zuerst aktivieren. Jetzt bin ich hier hochgelaufen und du sagst mir, das ist falsch? Was ist der Unterknoten? Das hier? Ah ja. Der Unterknoten wurde deaktiviert. Yo, verbinde die zueinander passenden Hologramme, aber überkreuze die Linie nicht. Ja, dann machen wir doch so. Boom. Sicherheitsknoten eliminiert. Boah, das wäre jetzt so ein Moment gewesen, das hätte einfach auf uns runterkrachen können. Sorry, Gregory. Aber Cassie wurde ehrenlos zerquetscht. Naja, macht man nix. Okay, Augen auf weiter. Fizzy Faz, die Gute. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Nee?
Die Wege, wo man nur mit der Maske durch kann, sind meistens gute Wege. Weil die einen straight up irgendwo durchlenken, wo man halt hin soll. What? Sieht aus, als wären wir gerade in so einem Datenstrom. So stelle ich mir das vor, wenn ich mit Leuten darüber rede, hey, ich habe jetzt Internet. Das ist für mich Internet. Ein kleiner Mann kommt mit der Website und sagt, hey, du hast nach Google gesucht, bitte sehr. Hier ist dein Google. Alarm, ich habe eine anomale Entität im Vanny-Netzwerk entdeckt. Bitte sie so doch sofort zu gehen. Sollte das nicht funktionieren, verlässt du am besten den AR-Modus und wendest dich an unseren rund um die Uhr erreichbaren Kundendienst. Heißt das, wir dürfen nicht lange genug in dem, also nicht zu lange in dem Modus sein? Oder ist hier gerade einfach irgendwie einer unterwegs? Ja, das ist weiterhin im Eimer. Hallo, kleiner Mann. Was geht? Alles frisch? Deaktivieren? Warum sollte ich das tun? Ist das hier ein Unterknoten? LOL. Okay, das war ein Unterknoten. Es gibt aber noch einen hier links. Boah, ich habe richtig Angst, dass wir gleich gejagt, also dass wir jetzt gerade schon gejagt werden und ich es einfach nicht mit. Okay. Ich soll wegbleiben von dem Ding. Aber wie soll ich das machen, wenn ich doch da drin sein muss? Indem ich halt schnell die Kamera, die Maske wieder absetze, nicht wahr? Weil wenn das zu nahe kommt, dann habe ich ein großes Problem. Alright. Get it. Yo, hier gibt's. Alter. Okay. Drei Knoten. Wann weiß man denn, ob's kommt? Oh. Und weglenken kann ich's jetzt ja gerade auch nicht wirklich, oder? Or am I stupid? Stay away from that thing. Well. Gerne. Gerne, Brü. Tschüss, Bro. Das ist übrigens schon der dritte Sicherheitsknoten. Also von wegen, dass man mit den vier dann durch ist und dann hat man Gregory gefunden und alle sind glücklich. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, das hier ist alles nur der Anfang. Look in the camera. The door is open. Als ob? Es waren doch vier Knoten. Hieß es nicht vier Knoten? Warum ist die Tür... Hi! Moment, wenn ich es nochmal sehe? Boah, ich schwöre, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn die in dem DLC... hier nochmal das reinbringen, von wegen, mit diesem Sunshine-Ding. Also gab es doch diesen Moon- und Sunshine-Typen. War das nicht sogar in der Kita? Alter, das war die gruseligste Stelle in einem Horrorspiel, die ich in den letzten Monaten, Jahren gespielt habe. Die fand ich so hardcore terrifying. Das war wirklich ganz anderes Level schlimm. Da hinten ist die Tür. Ich glaube, das war die Tür. Sieht danach aus. Ich weiß halt wirklich nicht, warum ich die deaktivieren sollte. Es wird einen Grund haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass die halt snitchen, wenn die mich sehen. Dass das einer der Gründe ist. Okay.
Hopp, hopp, hopp. Schnell hier durch. Ich meine, wir werden zum Glück gerade nicht irgendwie gejagt oder so. Okay, ich habe nichts gesagt. Boah, ich schwöre, wenn man jetzt gleich hört, dass der da rausgekommen ist, ne? Und ich das deswegen schnell machen muss. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. I cannot! Volle Bulle, volle Bulle, ey, 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 ey. Volle Bulle, volle Bulle, ey, 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 ey. Einfach weg hier, bitte. Please just let me go. Das ist ein bisschen kaputt gegangen. Wir suchen mal wieder zwei Knoten. Ein Knoten ist hier. Und ein weiterer Knoten ist die Pizza. Übernimmt keine Haftung für mögliche AR-Traumata oder Folgeschäden von Antivirenprogrammen an karbonisierten... Wie bitte? Just let me live, please. Ich finde das Minispiel hier cool. Es erinnert mich so ein bisschen an The Witness. Aber The Witness war 9000 Mal so schlimm. Ah! Okay, der war gerade in uns drin. Der war gerade legitim. He was in us. He among us. Aber es stimmt zwar, dass das hier alles. Oh, wie cool. Dass das hier recht linear ist, weil man kommt immer von Raum zu Raum, man muss den Raum erkunden, geht in den nächsten Raum, muss Dinge tun, damit man in den nächsten Raum kommt. Aber trotzdem hat man so ein bisschen immer Spiel, dass man in den Räumen rumläuft. Das gefällt mir. Also wie es bisher so aufgebaut ist, macht mir das DLC sehr viel Spaß. Ist nice. Oh, ich wette, hier oben steht, ich brauche Knoten, nicht wahr? Mhm. Sicherlich, sicherlich. Oh, und die führen natürlich ganz nach unten. Na sicher. Wo führt der hin? Bruder, wohin? Junge, wo? Natürlich zu ihm. Wo ist der zweite Knoten? Hat er gerade gesagt, don't be scared? You little assbag. Sag mir nicht, dass ich nicht scared sein soll. Du sitzt da nur in deinem kleinen Kabuff und ich muss dich jagen. Nicht jagen. Jagen muss ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich Gregory jagen soll. Das ist nicht das Ziel. Mm-mm. Schnell wieder absetzen. Ich glaube, man sollte die nicht zu lange aufbewahren. Also aufbehalten. Okay. Das sieht aus wie so eine riesige Schaltzentrale. Nee, ist es nicht. Nicht verzagen, das ist keine Sackgasse. Manchmal braucht man nur eine neue Perspektive. Diese Kamerastation scheint nicht aktiv zu sein, aber ich empfange ein ungewöhnliches Signal. Setz dir die Maske auf und schau nochmal nach. Anomalie entdeckt. Jetzt musste ich eine Anomalie entdecken. Das ist doch absolut irre. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way, this is real. That screen was there before I looked at the camera. Mhm. I swear. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Alles scheint absolut im Normalbereich zu sein. Okay. Zum Theater, hä? Huh? Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit es den zweiten Part direkt gibt und wir weitermachen können. Schreibt auch gerne einen Kommentar, wie euch das DLC bisher gefällt. Ich mag es immer sehr, Kommentare darüber zu lesen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü.